Willkommen zu Nam fährt nach Skandinavien Part 4. Am 13. Oktober sind wir in Edefjord angekommen. Das ist südwestlich von Norwegen entfernt und es ist jetzt morgens. Sieht es so aus. Heute in diesem Video werde ich mit dem Bus zum Wasserfall hinfahren. Aber bei dem frühen Zeitpunkt werden wir jetzt zwar nur Nebel sehen, aber ein bisschen warten, wenn wir den Wasserfall sehen. Und außerdem, wenn ihr alles da seht, sind da einfach nur Elektroautos da. Und außerdem bin ich auch noch zum ersten Mal in Norwegen. Gut, Gott sei Dank, mehr ist das auch nicht hier. Das Krasse ist auch, wir haben Geld getauscht in Krone, norwegische Krone. Das wird alles aus der Rezeption umgetauscht. So etwa 5600 Kronen haben wir bekommen. Das entspricht von 600 Euro. Nach dem Frühstücksessen gehen wir raus. Und so sieht das Schiff von außen aus. Und wir werden jetzt die Tickets kaufen, damit wir zum Wasserfall dahin fahren können. Für zwei Personen haben wir etwa 1000 Kronen ausgegeben. Das entspricht von etwa fast 100 Euro. Und da sitzen wir auch schon und haben hier unser Ticket. Die Fahrt mit dem Bus war sehr schön. Auch die Berge, dass wir sehr nah sind, sieht unfassbar schön aus. Und das, was ihr weiß seht, das könnte auch das Wasserfall sein. Zumindest bestimmt. Außerdem werden wir auch durch einen Tunnel fahren. Manchmal gibt es auch Serpentinstraßen, aber da haben wir es alles überstanden. Wir sind im Wasserfall angekommen und wie ihr jetzt seht, es ist Nebel. Die Wolken verdecken die Sicht, dass wir den Wasserfall sehen und wir sehen jetzt nur weiß. Das ist nur etwas Weißes.
man dort gar nicht, nur weit. Nebelhaft. Weg nochmal machen? Ja? Weg nochmal? Fossilhotel. War schon rutschig hier. Aber ich muss mich wieder rein. Ja. Mit meinen neuen. Das Socken. Okay. Ja, es geht noch. Cool. Größte 45 reicht doch schon. Zehn Minuten später werdet ihr jetzt ein bisschen das Wasserfall sehen. Sieht doch schön aus, oder? Nur ein Stückchen weiterlaufen sehen wir an der Seite 2 Wasserfälle und die rauschen ganz normal nach unten. Ja. Na, wo die Leute da stehen? Ja, nicht von da aus. Ja, aber also, ja. Nach fast 10 Minuten weitere Minuten können wir jetzt das komplette Wasserfall sehen. Selbst die Brücke auch noch dazu. Nach der Wasserfalltour bringt der Bus zurück zum Schiff. Das war einfach sehr schön, konnten eine Stunde da bleiben und haben schöne Fotos und Selfies gemacht. Was jetzt noch fehlt für unsere Kreuzfahrtreise ist WLAN. Im Schiff kriegt man kein WLAN, aber wenn wir im Land sind, müssen wir auf einen Supermarkt gehen und bekamen da WLAN. Endlich. Das war auch der Grund, warum es lange gedauert hat, das erste Video auf YouTube hochgeladen ist. Aber jetzt bekomme ich hier WLAN. Jetzt schauen wir nach dem Mittagessen Ede führt an. Wir spazieren mal den Dorf um und werden mal die Berge fotografieren, sowie auch die Häuser und Flüsse. Einfach ein schöner Ort hier. Außerdem hat sich auch noch der Nebel zurückgezogen und jetzt haben wir schönes Wetter. Bestimmt bin ich jetzt 2 Stunden da hier im Ede Fürth gesessen, weil ich hier in der Nähe hier in diesen Ecke da gab es Internet und deswegen blieb ich da und habe meinen ersten Part von Namfert nach Skandinavien hochgeladen. Ne? Hat nicht lange gedauert und dann musste ich alles voll trinken. Ne? Ich muss mal kurz im Klo, ne? Aber ich gehe jetzt mal zur Kreuzfahrt. 3:30 ist es jetzt und bin der letzte Weg. Nochmal. Also das meiste ist Gletscher. Dann schauen wir auch mal Ede Fürth vom Schiff aus. Auf Deck 12 sieht es genauso aus wie von unten, aber ein paar Panoramabild würde es auch noch schon lohnen, ne? Das sieht jetzt noch besser aus, ne? Voll was neblig.
Um 18 Uhr werden wir weg von Edefürth fahren. Jetzt werden wir die laute Sirene hören. Aufpassen, bitte Ton leiser machen. Außerdem ist hier die zweitlängste Fjorde in Norwegen. Auf Wiedersehen, Edefjord. Circa 160 Kilometer ist die zweitlängste Fjorde lang und da vorne sollte die Brücke sein, aber man kann es nur beim leichten Blinken sehen. Es ist Sonnenuntergang und bald gehe ich mal zum Abendessen gehen. Also wir fahren weiter Richtung Bergen.
Wir sind in Bayern. Wie heißt das? Schweinehatze. Schweinehatze. Danke. Schneller als trinken. Ja, Leute, es ist Nacht und das war's mit bei unserem Ausflug in Edefürth. Die nächste Etappe wäre Bergen und da geht es in den nächsten Part weiter. Wir werden mal die komplette Stadt mal anschauen und alles gucken, wie diese Hafenstädte in Norwegen aussehen. Ich hoffe, es euch gefällt und wenn es gefällt, liked das Video, abonniert den Kanal, damit ihr die weiteren Videos und Livestreams nichts verpasst. Dann bis dann!